Hast du gefunden? Ja, Mann, bin gerade mit der U-Bahn gefahren. Easy, oder? Voll easy. Sauna jetzt. Sauna. Jo. Guck mal, hier ist so schön. Und allein schon die Halle hier. Ich glaube, wir werden hier glücklich. Hallo! Wir würden gerne in die Sauna. Moin! Wow, das Jugendstil-Foyer hier hat echt einen besonderen Charme, muss ich sagen. Früher, als viele Hamburger noch kein eigenes Badezimmer hatten, war das hier wirklich die Badeanstalt Eppendorf. Da gab es noch eine Badehalle für Frauen und eine für Männer. Hier geht man übrigens nackt in die Sauna, natürlich, aber mit Handtuch drunter, weil Schweiß auf Holz geht gar nicht. Wir ziehen uns jetzt mal um. Ciao. Also, Handtuch nicht vergessen. So, womit wollen wir anfangen? Oh, guck mal hier. Okay, das ist ja richtig viel hier. Therme, Eukalyptusbad, Lichtspielhaus. Dude, so many options. Außenpool, was gibt's denn noch? Massage, auch nice. Ey, was ist denn mit Kaffeestube? Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. 80 Grad, was ist das? Gibt's da Kaffee? Sollen wir machen? Und als Info, hier ist Nacktbereich, also Handys aus. Schönen guten Abend. Abend. Moin. Bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, Hammer. Warum riecht es so nach Kaffee? Das liegt an unserer exklusiven Kaffeebeduftungsanlage. Das heißt, alle 30 Minuten kommt ein wunderschöner Cappuccino-Duft für Sie. Deswegen schön einatmen und schön entspannen. Schönen Abend. Dankeschön. Danke. Das riecht echt nach Kaffee. Das riecht. So, jetzt erstmal abkühlen und das gesund. Gerade für Anfänger gilt, weniger ist mehr. Die Abkühlung muss gar nicht so kalt sein. Es reicht auch, erstmal nach draußen an die frische Luft zu gehen. Und jetzt schön entspannen. Die Ruhephase ist derbe wichtig für den Körper und außerdem seid ihr hergekommen, um zu chillen. Gebt euch locker 20 bis 25 Minuten zum Ausruhen. Auch ein kleiner Tipp, viel trinken oder auch mal einen Apfel beißen. In der Zeitschrift blättern oder das Buch lesen, das ihr euch mitgebracht habt. So, moin moin! Geht's euch gut? Ja. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen, 19 Uhr, Aufkurszeit. Ah, ihr seid neu, ne? Ja? Erste Mal? Ja. Oh, okay. Wird schön. Ja, meine Lieben, 19 Uhr, es heißt Toraufguss. Es wird ein bisschen lauter werden, es wird ein bisschen stürmischer werden. Was habe ich mit? Schönes Lemongras dabei, damit wir richtig schön entspannen können. Also, lehnt euch schön zurück. Achtet bitte darauf, dass die Handtücher unterm gesamten Körper bitte sind. Das ist schön. Wenn es zu warm wird, einfach nach unten gehen. Wenn es gar nicht mehr geht, mit dem Lächeln nach draußen. Und ihr seht, es geht los. Diese außergewöhnliche Sauna ist übrigens technisch auf dem höchsten Stand. Hier gibt es so einiges. Sieht wirklich aus wie ein Kino. Cooles Retro-Design mit Filmplakaten an der Wand. Wow, hier ist richtig was los. So eine Sauna gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht so oft. Das ist wirklich spektakulär und sollte sich jeder mal reinziehen.